Moin Moin und herzlich willkommen zu einem kurzen Clip in eigener Sache. 100 Abonnenten, das ist im YouTube-Universum gar nichts. Aber für mich Grund genug, einmal Danke zu sagen für das Interesse und für das Vertrauen. Ja, genau, tobt ihr mal ein bisschen rum. Chucky ist der Hund, der schuld daran ist, dass ich überhaupt irgendwie was mit Hunden mache. Der kam 2014 zu uns und ja, vorher hatte ich auch schon mal einen Hund vor langer Zeit und als Kind gehörten Hunde bei uns dazu. Aber Chucky hat überhaupt erst mich jetzt vollkommen auf den Hund gebracht. Ich kannte ihn von Welpe an und er sollte ins Tierheim und da habe ich mit meiner Familie beschlossen, das geht nicht. Genau. Und Chucky brachte dann einige Baustellen mit, weswegen ich dann anfing, mich mit der Materie Hund, Hundegesundheit, Hundetraining zu beschäftigen. Und deswegen mache ich das, was ich heute mache. Dann kam Abby dazu, Abby aus Rumänien. Und die beiden sind Gott sei Dank ein Herz und eine Seele. Dann kam Emma irgendwann dazu, die ist nicht dabei, weil Emma und Abby sich nicht vertragen. Von daher werden die nie wieder leider zusammen auf Videos zu sehen sein. Genau. Ja, 100 Abonnenten finde ich fantastisch. Hätte ich nicht gedacht, dass das so viel Interesse irgendwie weckt, was ich so mache. Weil ich das ja so als Hobby mit dem YouTube-Kanal nebenbei mache. Freut mich total. Und wenn jemand von euch Ideen hat, Interesse hat an bestimmten Themen und sagt, Mensch, das wäre doch auch noch mal irgendwie was, wo du was drüber machen könntest, dann will ich das gerne tun. Gerne unten in die Kommentare oder per E-Mail Kontakt aufnehmen. Ja, genau. Und dann gucke ich, dass ich da vielleicht dann auch mal Videos zu mache. Natürlich auch eigene weitere Ideen. Futteranalysen werden natürlich auch weitergehen. Zwischendurch immer mal Nassfutter steht ja noch aus. Da habe ich ja versprochen, dass ich da auch noch ein Formular zu entwickeln mit den entsprechenden Zahlen. Das mache ich auch noch fertig. Genau. Aber wenn ihr noch andere Ideen habt, ein paar Ideen habe ich auch. Da werden dann auch andere als Gesprächspartner mit ins Spiel kommen. Kleiner Ausblick. Das kann ich aber noch nicht verraten, weil da noch nicht klar ist, wer denn dabei ist. Aber es wird auf jeden Fall was Besonderes werden. Ja, in diesem Sinne, alles Gute, alles für den Hund und auf bald.